Gott Schöpfer deiner Realität und Gott ist doch außerhalb. Außerhalb. Was heißt in mir und was ist außerhalb? Gott, wieso ist Gott außerhalb? Letztendlich ist es eine Ansicht von innen. Also ich bin in einem Zustand, ja. Und wenn ich in einem Zustand bin, wo es mir nicht gut geht, wo ich krank bin, wo ich Mangel erfahre, wo Dinge nicht so sind, wie ich sie haben will, wo ich mich ungeliebt fühle, wo ich mich zurückgewiesen fühle, dann bin ich in einem Zustand, wo Gott außerhalb von mir ist, wo ich getrennt bin von Gott. Deswegen ist es wichtig, einerseits zu erkennen, ich bin die einzige Kraft und Macht, die Zustände auswählt. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, Zustände wählen mich aus. Ich werde in Zustände eingesaugt, ich werde eingesaugt in diesen Mangel, durch diese Ängste, durch diese angstvollen Ansichten. Und genau dann habe ich das Gefühl, ich bin außerhalb von Gott, ich bin getrennt von Gott. Und da ist es so, so wichtig, dass ich weiß, dass es diesen göttlichen Zustand gibt, dass es Gott gibt, dass es diese göttliche Energie gibt. Weil wir sind energetische Wesen und ich versuche immer, das alles so klar zu erklären, dass ich sage, Energie hat keine Bedingung. Energie ist da oder sie ist nicht da. Und Energie kann verschiedene Qualitäten, kann verschiedene Zustände einnehmen. Und der energetische Zustand, in dem ich mich befinde, der, wo ich mich hilflos oder alleine oder nicht schlecht oder krank oder eingeschlossen, unfrei fühle, der ist getrennt von Gott. Da habe ich mich getrennt, da habe ich mein Gott-Self, meine Göttlichkeit verlassen und bin in eine Illusion gegangen, in der es scheinbar so aussieht, als gäbe es keine Fülle, es gäbe keine Liebe, es gäbe keine Anerkennung, es gäbe keine Wertschätzung für mich. Und das ist so wichtig, dass ich das erkenne, dass wenn ich das Gefühl habe, ich bin getrennt von Gott, dann ist es diese Illusion, die ich mir erschaffen habe, die ich mir selber erschaffen habe, dass ich in diesem illusorischen Zustand bin, wo ich natürlich im Außen all das reflektiert bekomme, wo Menschen mir all das wieder zeigen, wo Situationen mir das all wieder zeigen, dass ich gerade nicht geliebt, nicht gewollt, nicht gewählt, nicht akzeptiert, nicht gut genug, fehlerfrei, im Mangel, dass mir Dinge fehlen, das sehe ich. Und dieser Zustand, der scheint so wahr und so auswegslos. Aber der einzige Ausweg ist eben zu wissen und zu erkennen, dass ich die Kraft und die Macht habe, Zustände und damit Realitäten zu wechseln und zu verändern. Weil es immer den göttlichen Zustand gibt zur Wahl. Weil es für mich immer wieder diese Göttlichkeit gibt, die da ist. Weil ich weiß, diese höchste Energie, die entsteht auch, die steht mir auch zur Verfügung, die ist da. Das ist der Ursprung aller Schöpfung. Nur meine menschliche eingeschränkte Ansicht, mein menschlicher eingeschränkter Verstand, mein menschliches eingeschränktes Denken lässt im Moment nicht zu, dass ich die Perspektive wechsle, dass ich zu Gott gehe, dass ich mich bei Gott niederlasse, dass ich mich von Gott führen lasse, von Gott als höchste liebende Energie, dass ich es zulasse, einer Energie die Erlaubnis gebe, von mir Besitz zu nehmen, die gut ist, die genau anders ist wie die Energie, die ich als Mensch in einem Menschsein, in meinem Eingeschränktsein, in meinem Schmerz, in meiner Unterdrückung, dass ich doch weiß, und hier geht es nur um ein tiefes inneres Wissen,
dass genau diese andere Energie, die mich liebt, die mich unterstützt, die mich in Fülle sieht, die mich in Pracht sieht, die mich in absolut höchste Perfektion sieht, diese Energie, diese Perspektive auch existiert. Und dieses Wissen ist die Tür zur Freiheit, ist die Tür zu Gott, ist die Tür in die Fülle, ist die Tür in die Erfülltheit, ist die Tür in die Perspektive, wo ich mich erfüllt und gut fühle. Und Greg Braden, Dr. Joe Dispenza, sie sprechen immer von Herz- und Hirnkohärenz. Aber wenn ich meine, dass aus der Perspektive ich bin beschränkt oder ich bin fehlerhaft oder ich bin nicht alles, es fehlt mir etwas, kann ich diese Herz- und Hirnkohärenz nicht erfassen, weil mein Hirn, mein Denken, meine Ansichten, die beziehen sich immer auf den Zustand, wo ich bin. Und wenn ich in diesem Zustand, in diesem menschlich beschränkten, leidenden, traurigen, fehlerhaften Zustand bin, dann suche ich Herz. Und ich finde es nicht und habe immer das Gefühl, hier ist keine Liebe, ich kann nicht lieben, ich bin eingeschränkt. Und dieses Herz ist eben dieses Göttliche, diese unbeschränkte, bedingungslose Energie der Liebe, der Akzeptanz, der Schönheit, der Freude, diese Energie. Und aus dieser Energie zu denken, das bedeutet Herz- und Hirnkohärenz. Und wie denkt diese Energie? Wie denkt diese Perspektive? Wie denkt diese göttliche Perspektive über das Leben, über die Menschen? Aus höchster Perfektion, aus höchster Annahme, aus höchster Liebe, aus höchster Fehlerfreiheit. Und hier diesen Gedanken, diese Gedankengänge zu erkennen und zu implementieren und immer wieder zu denken und immer wieder zu denken, das gibt diese scheinbare Herz-Hirn-Kohärenz, wo ich Gedanken denke, die sich nach Liebe anfühlen, die sich nach Perfektion anfühlen, die sich nach Respekt, nach Unterstützung, nach Wahrhaftigkeit anfühlen. Das ist damit gemeint. Aber solange ich aus diesem menschlichen Zustand, wo ich noch von mir glaube, dass ich nicht Energie bin, dass ich ein Körper bin, dass ich eine Vergangenheit bin, dass ich ein festgelegtes Denken aus der Gesellschaft bin, dass ich diese Ansichten verfolgen muss, die teilen muss, die meisten Menschen teilen. Solange ich das glaube, werde ich in einem auswegslosen Zustand sein, wo ich versuche, eine Herz-Hirn-Kohärenz darzustellen und ich kann nicht, weil mein Hirn nicht auf Gott gepolt ist, sondern mein Hirn ist auf Mensch gepolt und der Mensch kann nur bedingt denken und deswegen bedingt Liebe sehen. Das ist dieses große Problem, wenn ich Dr. Joe Dispenza versuche anzuwenden, seine Meditationen zu machen, dass ich da rangehe als Mensch. Ich gehe als Mensch da rein und weiß aber nicht, dass meine Aufgabe ist, als Gott zu sein, mich als Gott nachher zu verstehen, mich als dieses göttliche Wesen zu verstehen, alle Bedingungen zur Seite zu nehmen. Und wenn ich niemand und nichts im schwarzen Raum bin, dann muss ich verstehen, dass das bedeutet, dass ich Gott bin. Und solange ich nicht weiß, diese Vorstellung von Gott, von der göttlichen Energie, solange ich nicht weiß, dass es für mich
der ureigenste Zustand ist, in den ich jederzeit gehen kann, dass ich jederzeit zu Gott gehen kann, dass ich jederzeit in die Fülle gehen kann, dass ich jederzeit in die Liebe gehen kann, dass ich jederzeit diesen energetischen Zustand einnehmen kann, dann werde ich immer wieder auf verlorenem Posten kämpfen. Werde ich immer wieder hadern, werde ich immer wieder meinen, Gott, das Leben meint es nicht gut mit mir. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du mit Menschen zusammen bist und das Gefühl hast, die meinen es nicht gut mit dir, die wollen dich nicht, die akzeptieren dich nicht, die halten dich nicht für wertvoll. Dann ist es, weil du aus dieser Perspektive die Welt siehst. Und dann wird die Welt dir diese Perspektive reflektieren, dass du eben nicht akzeptiert, gewollt und geliebt bist. Und das merken wir halt insbesondere bei zwei Sachen. Bei Menschen, die uns nahestehen, und bei Geld. Das sind die Reflektoren, das sind die äußeren Objekte, die uns immer wieder sagen, in welchem Zustand ich mich gerade befinde. Und deswegen ist es so wichtig, an seiner finanziellen Fülle-Situation zu arbeiten, weil es ich bin, die hinterher aus Gott heraus über Finanzen, über Geld, über Beziehung, über Liebe denkt. Und deswegen ist für mich die größte, beste Reflexion ist für mich Geld und Beziehung. Und an einem, wenn nicht an beidem, hakt es immer. Vielleicht habe ich genug Geld und mache mir darüber keine Sorgen, aber dann habe ich meistens trotzdem Probleme mit meiner erfüllten Beziehung. Da mache ich trotzdem noch Kompromisse. Trotzdem sind Dinge nicht da. Vielleicht habe ich auch gar keine Beziehung. Und genau das ist das Tor. Wenn ich das erkenne, das ist das Tor, zu Gott zu gehen, dort mich zu heilen und die Reflexion meiner Beziehung, meiner Liebe im Außen zu generieren, zu sehen und zu kreieren. Oder eben Geld. Es ist alles dasselbe System, es ist alles in mir, alle Realitäten, alle Möglichkeiten, die sind in mir, in mir. Nur gibt es eine Wahrheit, eine wahrhaftige Wahrheit, und da ist alles perfekt, da ist alles in Liebe, da ist alles für mich in Fürsorge, in Respekt, in höchster Energie, in diesem wahrhaftigen Zustand, in dem alles da ist, in dem alle Wünsche erfüllt sind, in dieser Energie. Oder es gibt unendlich viele Zustände, energetische Zustände, die nicht diesem ultimativen göttlichen Zustand entsprechen. Und sie existieren alle gleichzeitig für mich, alle. Sie existieren wie eine Dia-Show, die rein und raus geht. Unendlich viele Möglichkeiten vor meinen Ansichten. Und ich habe die Wahl, ob ich Dias von rechts reinlaufen lasse, weil ich rechts bin. Bei euch ist es wahrscheinlich links, weil ich da stehe in meinem Gott selbst. Oder Dias von links reinlaufen lasse und stehe da in meinem Mangel, in meiner Traurigkeit, in meiner Abgelehntheit, in meiner Nichtgeliebtheit, in meinem Gefängnis und habe immer wieder Dias, die mein Außen reflektieren. Und dieses Wissen ist Foundation, ist Basis, ist so Basis. Wenn du das nicht unter deinen Füßen hast, um immer wieder darauf zu stehen und zurückzukommen und zu sagen, so ist es,
so funktioniert das Leben als energetisch, ich bin dieses energetische Wesen und hier gibt es nur Energie, wenn ich da bin. Die Energie dort in dem Zustand, wo ich bin, herrscht und zeigt sich im Außen, reflektiert sich, manifestiert sich. Und jetzt will ich noch auf eine große Frage kommen. Was mache ich, wenn ich mich nicht gut fühle? Was mache ich, wenn ich traurig bin? Was mache ich, wenn mir etwas fehlt? Was mache ich, wenn ich irgendwo mich auswegslos fühle? Was mache ich? Du gehst zurück und erkennst den Zustand an. Es gibt diesen Zustand, in dem du bist. Natürlich, weil es ja alle Zustände gleichzeitig gibt. Und du erkennst an, dass du in diesem Zustand bist. Und in dem Moment, wo du anerkennst, ich befinde mich in diesem Zustand, kannst du aber sagen, aber ich wähle die göttliche Realität. Ich wähle den göttlichen Zustand. Ich wähle die göttliche Wahrheit. Ich wähle die. Ich weiß, es gibt unendlich viele Zustände im Mangel, Zustände im Schmerz, Zustände in der Verletztheit, Zustände in der Traurigkeit, die gibt es. Ich erkenne das an. Aber es ist nicht meine Wahrheit. Es ist nicht wahr. Diese Illusion existiert. Es existieren unendlich viele Illusionen in Trennung von Gott. Aber je klarer ich in meiner Wahl bin, je klarer ich in meiner Wahrheit bin, desto mehr kann ich aus diesem göttlichen Wissen, Sein, Wirken heraus in meinem menschlichen Körper leben und existieren. Und darum geht es. Darum geht es, dass ich diese Denkweise, diese Herz-Hirn-Korrelation, diese Divine-Mind, Divine-State in Einklang bringe. Und zwar nicht mit Kraft, nicht mit Gewalt, nicht mit Anstrengung, sondern mit dem Wissen, dass es ist da, es muss nichts von mir gemacht werden. Ich muss nur eintreten, ich muss eintreten. Und deswegen heißt eben mein Programm das Portal. Ich muss eintreten. Und wenn ich irgendwo eintrete, trete ich gleichzeitig irgendwo aus. Das ist so, weil ich bin die eine, ich bin das eine Bewusstsein und dieses eine Bewusstsein ist jetzt und hier, dort, wo es ist. Nur wenn ich bei Gott anklopfe, er die Tür aufmacht, ich sage einfach er oder es oder die Energie, ist immer da, steht immer zur Verfügung und ich trete ein. Dann ist die Tür zum Austritt immer wieder offen. Und dann ist eben kommt dieses Gefühl, ich mache es ja, ich tue es ja, es wirkt nichts, meine Beziehung verändert sich nicht, ich fühle mich immer noch ausgeschlossen, meine finanzielle Situation ist auch unverändert, es verändert sich einfach nichts. Und das ist, weil du eintrittst, über Nacht treten wir übrigens alle ein im Schlaf und morgens ist die Tür wieder offen und wir sagen, ciao, ich lebe mal hier mein Leben in der weltlichen Beschränkung, in meinem Human Design, ich habe so viel zu tun, ich muss so viel machen, ich muss ja für mein Überleben sorgen. Ich muss meine Kinder versorgen, ich muss meinen Haushalt versorgen, ich muss versorgen. Und schon alleine an diesem Denken erkennst du, wenn ich glaube, ich muss versorgen,
dann bin ich nicht versorgt. Dann bin ich der Versorger und nicht Gott und nicht die Energie, sondern mein Mensch ist der Versorger. Und das ist natürlich ein Ausgangspunkt, ein Zustand, in dem ich wieder gefangen bin, in dem ich wieder eingeschränkt bin, in dem ich wieder Gott verlassen habe. Und das Ego, diese Analyse, das, was ich erlebt habe, das, was andere erlebt haben, in einem Leben, wo Gott niemals der Versorger war, weil ich ihn nicht als Versorger gesehen habe, weil ich diese göttliche Energie nicht gesehen habe, weil ich sie nicht kannte, weil ich es nicht wusste. Das ist ja die Divine Design Reise. Irgendwann mal geht es mir auf, geht mir dieses Licht auf. Von allen Seiten, von allen Lehren höre ich Fetzen, die mir sagen, irgendwie ist es doch anders, irgendwie bist du auf dem falschen Dampfer, irgendwie funktioniert das Leben halt doch ein bisschen anders. Und dann muss ich mir überlegen, wo, welche Richtung gehe ich weiter? Bin ich wirklich, bin ich zufrieden in dieser menschlichen Realität, mit diesen menschlichen Regeln, mit diesen menschlichen Gesetzen, mit diesen menschlichen Rückschlüssen und Zusammenhängen zu leben? Ist es okay für mich? Ist es okay für meine Erfahrung hier jetzt in dieser Realität, in diesem Leben? Oder möchte ich wirklich mal was anderes ausprobieren? Weil es ist an der Zeit, es ist an der Zeit. Weil das, was ich jetzt gelebt habe, das kenne ich. Aber es erfüllt mich nicht. Dann weißt du, wo deine Erfüllung ist. Deine Erfüllung liegt nicht darin, dass du äußere Umstände veränderst. Deine Erfüllung liegt nicht darin, dass du deinen Beruf veränderst, dass du deinen Partner veränderst, dass du einen neuen Partner findest, dass du einen neuen Job findest, dass du dich selbstständig machst. Deine Erfüllung ist bei Gott, ist in Gott, ist darin, dass du dich als dieses göttliche Wesen anerkennst und so denkst, die Welt so siehst, dich selber so siehst. Und dann entsteht ein Leben daraus. Dann entsteht dein Leben aus dir und es reflektiert dich in ganzem Wertschätzung, in Liebe, in Fülle. Und einzig nur allein, weil du erkannt hast, wie das Leben insbesondere in Energie funktioniert und weil du bereit warst, auszusteigen aus der Matrix, aus der Analyse, aus der Logik, und bereit warst, komplett, verstehst du, komplett in die Energie einzusteigen, dessen, was du wirklich bist. Damit meine ich wirklich komplett. Da wirst du neu, da wirst du neu gemacht, da bleibt nichts vom Alten. Und da wirst du Veränderungen im Außen nachziehen, wirst du das bewirken, wirst du nicht mehr so leben können, wie du bis jetzt gelebt hast. Und das ist die große Herausforderung, da ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, wenn die Dinge unbekannt sind, dann sind sie genauso richtig, wie ich sie haben möchte. Ich bin voll okay mit unbekannt. Unbekannt und neu. Außer Kontrolle. Damit bin ich okay. Und das ist die Voraussetzung. Damit musst du okay sein, wenn du mitkommst in das Portal. Weil genau das wird passieren. Das wird passieren,
mit dir, aus dir, durch dich. Ich habe im Prinzip überhaupt nichts damit zu tun. Ich erinnere dich jeweils nur, wo du dich gerade befindest. Ich gebe deinem Verstand Inputs, dass du in einen anderen energetischen Zustand wechseln kannst, dass der Griff deines Egos sich löst, dass du in das Neue eintreten kannst. Das ist meine Leistung. Das ist meine Unterstützung. Aber du machst alles selber. Du gehst durch das Portal durch und du bleibst dort. Und in dem Moment, wo du wieder versuchst auszureißen, werde ich dich daran erinnern. Und dann wirst du zurückkommen in deine Wahrhaftigkeit. Das ist meine Leistung. Das ist das, was ich mache. Aber du machst alles selber. Und du bist ich. Du bist mein Pushed Out. Und meine Aufgabe ist es, dich dort zu sehen in deinem göttlichen Raum, dich dort zu sehen in deinem göttlichen Seinszustand, dich dort zu sehen in deinem göttlichen Denken, in deinem göttlichen Wert, in deiner göttlichen Liebe. Weil wenn ich das tue, sind wir beide da, wo wir sein wollen. Und die meisten Coachings, die finden auf der anderen Seite statt. Systemische Aufstellungen und so weiter und so fort. Alles, was mit System zu tun hat, alles, was mit Materie zu tun hat, alles, was damit zu tun hat, das, was ist, verändern zu wollen, das wird dich dort halten. In diesem menschlichen Zustand, alles, was versucht, via Human Design und so weiter und so fort, dich da zu halten, in dem, was du bist, in dem, was die Welt scheinbar ist, in all diesen bedingten Zuständen, wirst du dich in deiner eigenen Suppe suhlen. Ich habe es lange genug gemacht. Ich kenne ganz viele Menschen, die es auch lange genug gemacht haben. Und es gab keinen Ausweg. Die Suppe wurde vielleicht mal ein bisschen leckerer und hat ein bisschen besser geschmeckt, aber es blieb immer die gleiche Suppe. Und für die, die gar keine Suppe mehr haben wollen, die frei sind, die es frei sein wollen, die ihren Free Spirit endlich ausleben wollen, ist es der einzige Weg? Ist es wirklich der einzige Weg? Das ist der Weg der Wahrhaftigkeit. Das ist der Weg, der heilt. Weil ich muss hier nicht versuchen, Unheil in einen heilen Zustand zu bringen, wenn ich doch einen heilen Zustand schon zur Verfügung habe, in den ich nur eintreten muss. Diese ganzen Aktionen, die ich mache, Dinge, Zustände zu verbessern, die kosten mich so, so viel Energie. Und wenn ich das gelernt habe und verstanden, ich kann nicht gegen meinen Verstand arbeiten. Ich brauche diese Verständnisbasis, ich brauche diese Einsicht, ich brauche diese Erleuchtung. Das ist ja gerne ein Wort, was genutzt wird. Aber ich brauche diese Einsicht, ich brauche diese Klarheit. Und dann bin ich schon erleuchtet, wenn ich diese Klarheit habe. Und dann geht es darum, aus dieser Klarheit herauszudenken, mein Leben zu sehen, in diesem Vertrauen zu bleiben. Vertrauen heißt nur, ich vertraue der Energie, ich vertraue dem, was ich bin, ich vertraue meiner Kraft, ich vertraue meiner Power. Und ich brauche kein Vertrauen in äußere Umstände zu setzen. Ich vertraue, dass ich hier es immer wieder schaffe, die zu sein, die ich wirklich bin. Auch wenn ich immer mal wieder kleine Ausflüge in Realitäten mache, die unerwünscht sind, um dann wieder zu erkennen, oh wow, 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 wow. In dieser Geisterbahn, in diesem Horrorfilm möchte ich eigentlich nicht länger sitzen. Wie back home. Und dann wird es mir zu langweilig zu Hause vielleicht irgendwie.
Und dann gehe ich wieder mal gucken, was läuft denn sonst noch hier auf diesen Bildschirmen der Realitäten, die möglich sind. Und dann irgendwann mal treffe ich mal wieder den Horrorfilm. Und dann schupp, kann ich nach Hause. Ich bin niemals gefangen in dem Horror des Lebens, der Abhängigkeiten, der Lieblosigkeit, der Gemeinheit, der Qual, der Unterdrückung. Aber ich muss wissen, wo zu Hause ist. Ich muss es wissen. Und wenn ich einmal durch dieses Portal durchgegangen bin, wenn ich einmal dort geblieben bin, wenn ich einmal erkannt habe, diesen Weg der Erkenntnis gegangen bin, diese Divine Design Reise gegangen bin, dann werde ich dort weitergehen. Und ich lade dich ein, mit uns durch dieses Portal durchzugehen. Und es ist wirklich nicht für jedermann. Es ist wirklich für die, die alles hier auf dieser Seite, diese ganzen systemischen, logischen, analytischen Geschichten schon versucht haben und keinen Schritt weiter gekommen sind. Sei es im Business, sei es finanziell oder sei es in Beziehung, in Gesundheit, wo auch immer du anstehst. Es gibt ein Portal, da ist alles da, da kannst du durchgehen. Da musst du nicht dich qualifizieren, da musst du nicht irgendetwas erfüllen, sondern du musst bereit sein, diesen alten Zustand hundertprozentig zu verlassen, weil du weißt, du verlässt nur das, was du nicht willst. Du verlierst nichts. Es ist ja alles da, wo du hingehst. Du hinterlässt nur die Dinge, die nicht wahr sind, die illusorisch sind, die nicht zu dir gehören, die dich schmerzen, die dich krank machen, die dich einsam machen. Es ist diese Reise und diese Reise geht los mit dem Schritt durchs Portal. Und alle, die es gemacht haben, die wollen weiter bleiben. Und oftmals bist du eben auch in diesem Zustand, wo du sagst, ich bin schon so oft da durchgegangen und immer wieder dort gelandet, wo ich nicht sein möchte. Immer wieder im Mangel, immer wieder in Zuständen, in gefühls-emotionalen Zuständen, in Beziehungszuständen, in Businesszuständen gelandet, in denen ich nicht sein will. Weil du immer wieder zurückgegangen bist. Und wenn du kommst, durch die Tür gehst, durchs Portal gehst, bist du diejenige, die die Tür schließt und sagt, hier bleibe ich. Ich bleibe. Und wenn ich noch so oft den Drang habe, diese Tür wieder aufzureißen, dann bin ich 2 Monate lang in einer Gruppe, in einem Raum, in einem Programm, wo mir geholfen wird, wenn ich wieder raus will, weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendetwas stimmt nicht. Ich muss hier raus. Ich muss zurück ins Alte. Ich muss zurück in die Beschränkung. Ich muss zurück in das, was ich glaube, in das, was ich kenne. Ich muss zurück. Und das ist der Punkt. Du schließt die Tür und gibst mir und allen anderen den Auftrag, dich daran zu erinnern, dass du die Tür geschlossen hast und dass du sie nicht mehr aufmachen möchtest und dass du nicht mehr zurück willst. Also, wir starten übrigens am 4. Juni. Du kannst dich anmelden. Du bist dabei. Es wird nichts mehr so sein wie vorher. Das ist unser Ziel. Du wirst neu, deine Ansichten werden neu, dein Körper wird neu, deine Beziehungen werden neu. Alles wird neu. Es ist eine große Entscheidung. Es ist eine riesengroße Entscheidung. Ich freue mich auf dich. Bis dann.